Meine Damen und Herren, es ist soweit, wir starten den Livestream neu. Bitte nochmal die Seite neu laden an alle Internet-User. Dankeschön, bis gleich. So, der Tassilo über Frieden, bitteschön. Schönen guten Abend, liebe Menschen, die sich hier versammelt haben und eigentlich alle denselben Aspekt haben. Ende mit Krieg. Wir haben leider immer das Problem, dass wir die Negativismen auf diesem Planeten immer wieder aufzeigen müssen, damit wir wissen, wo wir hinwollen, nämlich in den Frieden. Leider ist es aber auch so, dass wir uns, wenn wir mit den Negativismen uns auseinandersetzen, für den Frieden nicht viel Zeit haben. Es gibt aber viele Menschen, die nur dafür einstehen und nur den Weg gehen. Ich danke aber trotzdem allen, die immer wieder vor Augen führen, was wir nicht mehr wollen. In diesem Sinne darf ich, schön, dass ich mich hier heute mitteilen darf, es ist mir eine große Ehre, denn ich bin Botschafter für den Frieden auf diesem Planeten und ich kann nur noch diesen Weg gehen. Alles andere ist Überfluss. Ich habe mich in den letzten Jahren, damit ihr auch wisst, wer ich bin und für was ich stehe, ich habe in den letzten Jahren die Ehre gehabt, von 5 wirklich super Juristen Österreichs gebrieft und geschult zu werden. Ich bin leider auf Gesetze draufgekommen, die es gar nicht gibt. Nämlich ein Gesetz, das es überhaupt ermöglicht, den Staat Österreich anhand des Zweiten Weltkrieges dann auszurufen. Es heißt, in den alliierten Besatzungspapieren, die geschlossen wurden, um Frieden über Österreich zu bringen, hieß es, dass ein Bundesgesetz zu erlassen ist, um den Staat Österreich neu zu begründen. Das hieß aber auch, dass alle Dinge aus der NS-Zeit zu eliminieren sind. Wenn das eine nicht ist, kann das andere nicht werden. Ich sage euch nur, bitte schlagt selber nach. Bitte recherchiert jetzt, was ich sage. Glaubt mir nichts. Es gibt einen Artikel im Bundesverfassungsgesetz in Österreich, der nennt sich Artikel 145. Dort geht es um Erfüllung von Völkerrechtsverträgen, die ganz klar besagen, es muss ein Bundesgesetz erschaffen werden, um diesen Völkerrechtsverträgen gewahrt zu werden. Es gibt dann einen Passus, der sagt, dieses Gesetz wurde bis heute nicht installiert. Seit ich dieses Gesetz promote und mit diesem arbeite, wurde in der Neufassung dieses Jahr der Passus weggelassen. In der Neuausgabe im Bundesverfassungsgesetz steht dieser Passus nicht mehr. Warum wohl? Ich kann nur sagen, ich rufe euch hier wirklich alle auf. In Innsbruck, in Imst, in Dornbirn, in Graz. Ich grüße euch alle, alle, die heute auf Mahnwachen hier live zugeschaltet sind. Danke, dass ihr mir dies möglich macht, überall zur gleichen Zeit sprechen zu dürfen. Ich rufe euch hier nochmal auf. Geht in euch, geht in die Herzen und lasst uns vorangehen. Und zwar nur in Liebe. Es geht darum, aus Liebe heraus die Wahrheit zu entdecken. Und wer mal bei uns nachliest, was Freiheit bedeutet, der weiß, dass Freiheit nur existieren kann, wenn ich in Wahrheit lebe. Und ich komme automatisch in die Freiheit, ich brauche nicht für sie kämpfen. Wer Wahrheit in sich trägt und in diesem Sinne wandelt und handelt, erfüllt alle Völkerrechtsverträge in Österreich. Und ich muss auch ganz klar sagen, ich greife kein österreichisches Rechtssystem an, weil wir mit Mitgliedschaft in Sekten, in Gruppierungen und Institutionen vorgeworfen, die nicht wahr sind. Ich bin Mensch mit Verstand und mit Herz. Ich bin kein Mitglied, ich bin kein Linker, ich bin kein Rechter. Ich will keine österreichischen Staats- oder Rechtssysteme angreifen. Wohlgemerkt. Das Einzige, was ich angreife, sind übergeleitete Rechtssysteme in unseres, das uns zu Sklaven macht. Nicht Österreich. Unsere Gesetze werden gut, wenn sie richtig vollführt und ausgeführt wurden. Vielen, vielen Dank, dass ich mich mitteilen durfte. Und ich rufe euch nun nochmals auf, geht in eure Herzen und lasst uns voranschreiten. Dankeschön.